Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und daheim. Joho, die Investitionsoffensive des Bundes ist da. Wir Piraten sagen, diese Investitionsoffensive ist nichts weiter als ein Investitionsplacebo, ein Offensivchen. Man muss schon sehr fest an dieses Placebo glauben, damit es Wirkung entfaltet. Allein uns fehlt der Glaube an solcher Art Fiskalesoterik. Zunächst einmal, bevor das Geld nicht wirklich da ist, bevor das Geld nicht gegen irgendwelche Posten verrechnet wurde, so lange glauben wir noch nicht daran, dass die in Aussicht gestellten Mittel auch wirklich fließen. Zu oft haben wir in der Vergangenheit erleben müssen, dass uns volltönende Versprechen aus Berlin erreichten, die bei Licht betrachtet nicht mal die Halbwertszeit einer Seifenblase hatten. Und aus Cooperschen Raketen werden dann sehr schnell Rohrkrepierer. Beispielgefällig, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin wurden 5 Milliarden € für die Verkehrsinfrastruktur versprochen, auf 4 Jahre. Das ist zwar deutlich weniger, als nach Einschätzung aller Sachverständigen gebraucht würde, und die Landesverkehrsminister haben ja vor der Bundestagswahl knapp das Sechsfache, 28,8 Milliarden Euro, für offensichtliche Investitionslücken in der Verkehrsinfrastruktur gefordert. Aber okay, 5 Milliarden sind mehr als nichts, da will man ja nicht gleich meckern. Also 1,25 Milliarden pro Jahr. Aber hoppla, die gelten ja nur für die Bundesverkehrswege. Wenn ÖPNV und kommunale Verkehrswege praktisch leer ausgehen, obwohl gerade hier besonders hohe Investitionen fällig sind. Und weiter, 1,5 der 5 Milliarden Euro sind schon längst verplant und können mitnichten als zusätzlich gerechnet werden. Deshalb nahmen die Landesverkehrsminister 3,5 Milliarden Euro als reale Basis, von denen sie leider netto 1,3 Milliarden Einnahmeverluste aus der Lkw-Maut abziehen müssen. Blöderweise müssen sie diese Einnahmeausfälle jährlich von der einmaligen Zahlung in Höhe von 3,5 Milliarden abziehen, sodass unterm Strich aus plus 5 Milliarden Euro holter die Polter minus 1,7 Milliarden Euro werden. Na, das nennen wir mal eine nachhaltige Finanzierung. Dobrindt lässt sich dafür gern feiern, und zwar so, als ob das Geld aus der eigenen Tasche fließt oder in die eigene Tasche. Also erstmal, das Geld muss erst da sein, dann rechnen wir das mal sauber durch und dann sagen wir, was uns der Bund noch schuldet. Von der Veranlassung, Danke zu sagen, sind wir an Betracht dieses Placebos Lichtjahre entfernt. Das Deutsche Institut für Urbanistik, das DIFU, hat schon vor 7 Jahren den notwendigen kommunalen Investitionsbedarf auf eine hohe dreistellige Milliardensumme beziffert. Und das ist die Liga, in der die Kommunen inzwischen spielen müssen, nicht zuletzt, weil die Steuerpolitik des Bundes sie genau dorthin getrieben hat. Vor knapp einem Jahr konstatiert die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, nach Schätzung der Kommunen beträgt der Investitionsrückstau inzwischen 128 Milliarden Euro. Das sind etwa 20 Milliarden mehr als im Vorjahr. Der Sanierungsstau baut sich also auch noch auf. Und jeden Tag gehen gesellschaftliche Werte in Millionenhöhe verloren. Verfallende Infrastrukturen, kaputte Straßen, marode Brücken, bröckelnde Schulen, nicht gewartete Züge und Gleise, baufällige Hochschulen, ungepflegte Grünanlagen und so weiter, kann man überall im Land besichtigen. Von diesem Erbe, dieser Schuld, die wir an unsere Kinder weitergeben, wird nicht erzählt, wenn wir über Schuldenbremsen reden. Das wäre aber Gegenstand einer systemischen, ganzheitlichen Betrachtung des Wirkzusammenhangs. Leidtragende der öffentlichen Sparmaßnahmen ist die Mehrheit der Bevölkerung, also die ganz normalen Menschen, die auf die Leistung des Staates eher angewiesen sind als Vermögende, die am wenigsten auf staatliche Angebote angewiesen sind und sich über den Markt versorgen können. Die Steuerreformen der letzten beiden Jahrzehnte haben an dieser Misere einen wesentlichen Anteil. Vor allem vermögende und auch gut verdienende Unternehmen profitierten und konnten sich so aus der solidarischen Finanzierung eines modernen Staatswesens, eines Gemeinwesens mit angemessener Infrastruktur zurückziehen, und zwar auf Kosten aller anderen. Allein die Steuerreformen seit 1998 haben bis heute hochgerechnet 470 Milliarden Euro zu 470 Milliarden Euro Verlust geführt. Fast die Hälfte davon entfiel auf die Länder und ein Zehntel auf die Gemeinden. Das Land Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen mussten also rechnerisch mit Steuermindereinnahmen in Höhe von über 60 Milliarden Euro leben. Und darüber hinaus entzieht der Bund fortwährend Geld
aus den Landes- und Kommunalhaushalten, indem er Zuweisungen nicht ausreichend dynamisiert, sie also unter Einrechnung der Geldentwertung reduziert. Dass gleichzeitig die von Land und Kommunen zu tragenden Aufwände keineswegs auf einem gegebenen Niveau verharren, sondern im Gegenteil dazu tendieren, überdurchschnittlich stark zu steigen, das ficht in Berlin offensichtlich niemanden an. Die ganze Republik hat nicht zuletzt aufgrund der Aussagen im Koalitionsvertrag mit einer Erhöhung, einer stärkeren Dynamisierung und einer langfristigen Sicherung der Entflechtungsmittel gerechnet. Fehlanzeige. Gerade die großen Städte in Nordrhein-Westfalen übernehmen notgedrungen immer häufiger Aufgaben des Bundes. Seit den Föderalismusreformen sind wichtige Aufgaben neu organisiert. Aufgaben, für die früher der Bund zuständig war, wurden in die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen überführt. Häufig machte das inhaltlich wirklich Sinn, aber die Kosten, die damit ebenfalls überführt wurden, werden nicht oder nur teilweise vom Bund an die Aufgabenträger überwiesen. Und wenn es dann doch mal geschieht, und ich möchte hier wirklich der Landesregierung ihr Bemühen nicht in Abrede stellen, das geht hier um Bundespolitik, und wenn das dann doch mal geschieht, dann eben nur auf Druck und unter Vorbehalt und dann auch gleich mit großer Geste, sodass die Landesparlamente sich genötigt sehen, ein Kerzchen anzuzünden. So funktioniert Demokratie aber nicht. In Berlin feiert man sich für die schwarze Null und im Land verrotten die Städte. Die kommunale Planungshoheit gerät so zu einer demokratischen Hülse ohne Inhalt. Die Armutsquoten gerade in den großen Städten Nordrhein-Westfalens steigen seit Jahren so stark, dass sie für sich genommen schon nicht hinnehmbar sind. Aber vor dem Hintergrund der heutigen Feierstunde ist dieser Umstand vor allem deshalb zu betonen, weil mit urbaner Armut eben in besonderer Weise kommunale Kosten einhergehen, die von den Städten gestemmt werden müssen, ohne dass sie Einfluss auf Ausgaben und Einnahmen in wesentlicher Weise haben. Die meisten kommunal anfallenden Kosten werden durch Vorgaben des Landes und des Bundes veranlasst. Den Kommunen bleibt häufig nur noch die letzte Möglichkeit, an den sogenannten freiwilligen Ausgaben zu sparen. Also zum Beispiel am ÖPNV, sodass das Leben in den Städten unattraktiver wird. Und es gibt nur ganz wenige Steuern, die von den Kommunen selbst bestimmt werden können. Eine wichtige Steuer, das wissen wir alle, ich erzähle keine Weisheiten, ist die sogenannte Grundsteuer B, von der sich kein Bewohner, keine Bewohnerin der Stadt drücken kann, weil alle Menschen in irgendeiner Weise wohnen müssen. Egal, ob sie Eigentümerin oder Mieter ihres Hauses oder ihrer Wohnung sind, immer fällt diese Steuer an. Und natürlich haben die Kommunen in ihrer Not diesen Hebel längst für sich entdeckt. Und es sind nicht zuletzt die Haushaltssicherungskommunen, die von ihren Sparkommissaren oder dem Regierungspräsidenten gesagt bekommen, dass sie an den freiwilligen Leistungen sparen sollen und die Einnahmen erhöhen sollen, die in den letzten Jahren eifrig an dieser Steuerschraube gedreht haben. In einigen Kommunen werden bereits an die 900 Punkte verlangt. Betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2010 noch 444%, liegt er inzwischen bei 493%, ein Plus von 11%. Ein Ende der Steuerspirale ist nicht absehbar. Und der Bund der Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen schreibt dazu, so sind es vor allem die sogenannten Stärkungspaktkommunen, die in diesem Jahr die höchsten Hebesätze haben werden. Von allen Flächenländern hat Nordrhein-Westfalen die höchste Grundsteuer pro Kopfbelastung. Schon im Jahr 2013 betrug sie über 174 Euro, nach knapp 149 Euro im Jahr 2010, plus 17,2% in nur 3 Jahren. Nach den jüngsten massiven Erhöhungen des Hebesatzes in Verbindung mit galoppierenden Immobilienpreisen dürfte die 200-Euro-Marke überschritten sein. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Mieterinnen und Mieter ihre Nebenkostenabrechnung bekommen. Aufgrund der historischen Entwicklung mit den Mindereinnahmen von Bund und Land und daraus folgender notwendiger Haushaltsbelastung kann gesagt werden, die Steuervermeidungspolitik des Bundes ist die Grundsteuererhöhung vor Ort. Was der Bund an notwendigen Ausgaben verweigert, um den selbstgestellten Zwängen der Schuldenbremse gerecht zu werden, schlägt vor Ort als zusätzliche Belastung der Menschen in den Städten auf. Deshalb, nein, wir applaudieren dem Bund nicht. Und wir sind auch nicht dankbar für gönnerhafte Almosen. Für dieses Investitionsplacebo fallen wir nicht vor Ehrfurcht auf die Knie. Und wir sagen nicht Danke für Geld, das uns erst geklaut und dann teilweise nur auf höchsten Druck wieder zurückgegeben wird. Früher konnten die Kommunen ihre Planungshoheit mit Gestaltung der städtischen Lebenswelten verbinden.
Heute müssen Sie das Geld für dringendste Instandsetzungen verwenden, damit das gemeinsame Haus nicht einstürzt. Das ist nicht demokratisch, das ist nicht fair und das ist nicht zukunftsweisend. Und dafür sagen wir nicht Danke.